Radio Upgrade mit Tino und Basti. Schön, dass ihr zu einer weiteren Ausgabe unseres kleinen Heimpodcasts eingeschaltet habt. Ja, wir haben einen bunten Strauß von Utilities vorbereitet. Was haben wir denn? Ja, ihr kennt es mit Sicherheit auch. Es gibt so den einen oder anderen Platzfresser, der sich da ganz tief in der Festplatte verbissen hat und man kriegt ihn alleine nicht raus. Tja, dafür gibt es Helfer. Einer davon ist DaisyDisk und der zweite ist Gemini und beide zeigen euch heute. Auf das iPhone haben wir zwei Utilities rausgesucht. Zum einen Buzz Contacts, einen Speed Dialer, sagen wir es mal so. Und wir haben außerdem Master Key, einen Passwortgenerator mit ganz viel Eye Candy. Und das wollen wir euch zeigen. Und nachdem der erste, und zwar DaisyDisk, ein bisschen länger dauert, weil der erstmal die Festplatte durchsuchen muss, fangen wir damit gleich an. Ich hole uns mal den Bildschirm her. Sehr gut, da hat jemand mitgedacht. Und dann schauen wir mal uns DaisyDisk genauer an. Ich gucke auf die DaisyDisk. Oh, vielen Dank. Und wir sehen hier als allererstes mal unsere Festplatten. Hier würden alle, normalerweise alle Festplatten auftauchen, die irgendwie am Rechner angeschlossen sind. Wir werden es mal wieder versuchen, ob macOS 10 heute gewillt ist, meine SD-Karte zu lesen. Es möchte es. Und schon sehen wir, okay, eine neue Festplatte kommt hinzu. Aber wir sehen vor allem auf meiner Systemplatte sind nur noch 28 GB frei. Irgendwo muss da echt ein Haufen Zeug liegen, das recht groß ist. Und wir können jetzt DaisyDisk mal suchen lassen, wo was liegt und was wie groß ist. Es gibt hier noch ein bisschen Zusatzfunktionen. Wenn ich als Administrator scanne, dann kann ich auch Dateien und Ordner von anderen Usern sehen. Das macht im Zweifel schon Sinn, da wir aber hier nicht ewig Zeit haben und er als mit Administrator scannen auch meinen Benutzerordner, der sehr groß ist, mit durchsuchen würde, scannen wir jetzt mal ganz normal und wir legen einfach los. Das dauert jetzt ein bisschen und deswegen sind wir technisch advanced und zeigen euch jetzt erstmal die iPhone-Utilities. Jawohl, das machen wir. Aber was wir natürlich vorher machen müssen, wir müssen erstmal noch das Mirroring einschalten. Ja, dank einem Apple TV und AirPlay kann man jetzt mit dem iPhone wahnsinnig viel Magic machen und dem Mac auch. Natürlich, wenn man die richtige Software benutzt. Richtig, AirParrot auf dem Mac. Ich schreibe das in die Shownotes, wenn ich es nicht vergesse. Ja, genau. Ja, wir haben Buzz Contacts. Buzz Contacts ist ein Programm, das gibt es erst seit Mittwoch, also seit dem letzten Mittwoch. Das ist natürlich seit Mittwoch vor 4 Monaten. Also dann, wenn diese Sendung abgespielt wird, gibt es schon länger im App Store. Kostet 79 Cent. Ich starte mal. Ja, was man hier machen muss, man kann jetzt hier Gruppen manuell anlegen. Das mache ich mal, ich drücke hier oben drauf, nenne diese jetzt hier Apple. Und wie ihr seht, kann ich jetzt hier auch Kontakt hinzufügen. Dafür drücke ich da drauf und ich bekomme jetzt hier für meine erste Seite die Möglichkeit, nach Menschen hinzuzufügen. Ich suche jetzt hier gleich mal, vielleicht nach der Reihenfolge, erstmal den Phil Schiller, nehme seine Telefonnummer, möchte dann einen Anruf an ihn, wenn ich darauf drücke, haben. Dann füge ich natürlich noch weitere Freunde hinzu. Meine Super Buddies. Ja, natürlich. Den Tim Cook, mit dem telefoniere ich auch regelmäßig. Und natürlich, wen anderes, wenn ich abends Party machen will, rufe ich den Johnny Ive ein. Der Ivy ist vor allem gut. Den Johnny Ive rufe ich an. Und zu guter Letzt füge ich noch den Armen, ja genau, den hier nicht, den Eddie Q hinzu, aber der redet immer so lang, deswegen bevorzuge ich es, ihm Nachrichten zu schreiben. Ich muss es leider nochmal machen. Moment, wen hatte ich gerade? Eddie Q, danke. So, Fingerklauen, jetzt haben wir es. Seine Rufnummer und ich bevorzuge es, ihm Nachrichten zu schreiben. Drück auf Dann. Und das ist dann mein Quickdialer, was ich jetzt machen kann. Ich kann jetzt hier den Phil anrufen, indem ich drauf drücke, zeigt er mir die Rufnummer an. Wenn ich Call drücke, fängt er an, direkt ihn anzurufen. Wenn ich sage, ich möchte nicht diese nervige Rückfrage, kann ich das natürlich auch ausschalten. Dafür gibt es hier links oben diesen Knopf, wie auch in der Facebook-App. Und ich drücke auf das Einstellungs-Icon und dort kann ich Confirm Calls einfach ausschalten. Jetzt zeigt es mir, wenn ich es ausschalte, komme ich nach dem Anruf nicht zurück zu Buzz. Drücke auf OK, das nehme ich in Kauf, dafür bin ich natürlich schneller im Anrufen. Und dann.
Ja, so weit, so gut. Denkt man, das ist ja schön, das kann ich mit meiner Telefon-App auch machen. Ja, das stimmt. Aber jetzt kommen die kleinen Bonus-Features. Drücke ich zum Beispiel auf einen Namen doppelt drauf, bekomme ich hier so eine zusätzliche Auswahl. Ich kann jetzt hier zum Beispiel direkt eine FaceTime-Konversation beginnen oder ich kann eine E-Mail schicken oder eine Nachricht. Drücke ich auf Nachrichten, öffnet er mir meine Nachrichten-App im iPhone, beziehungsweise er öffnet hier ein internes Duplikat davon, aber er versendet es mit der Nachrichten-App. Das heißt, er benutzt auch iMessage in dem Fall, wenn ich dem Tim schreibe. Ich kann jetzt hier Hi Tim schreiben oder Hi Zum ist auch schön, Hi Zum. Und dann könnte ich es einfach absenden. Jetzt haben wir natürlich ein Tim nicht bei seinen wichtigen Business. Jetzt so knapp Ding geht's nicht. Kurz vorm iPad 3 nicht stören wollen, können wir jetzt keine SMS schicken. Oder nach dem iPad 3, wie auch immer. Ja. Was ich noch machen kann, ich kann auch automatisch Gruppennachrichten verschicken. Ich kann zum Beispiel Gruppen-E-Mails oder Gruppennachrichten verschicken. Dafür wähle ich jetzt zum Beispiel E-Mails aus, müsste jetzt hier denjenigen, die ich hinzufügen, Phil und John, oder ich nehme einfach alle und drücke auf Next, bekomme dann ein ganz normales E-Mail-Interface und kann jetzt hier auch eine E-Mail an die Jungs schicken. Nicht schlecht. Das ist schon mal ziemlich gut. Was ich aber noch machen kann, ist, ich kann hier auch, wie man das aus dem amerikanischen Leben kennt, ich kann einfach nur Rufnummern eingeben. Ja, also auch wenn ich jetzt irgendjemanden anrufen möchte, wo ich die Nummer weiß, kann ich hier einfach telefonieren. Also ich kann das Telefon-App komplett damit ersetzen. Oder, was sehr schön ist, ich kann hier mit diesen großen Tasten, indem ich Buchstaben als Zahlen eingebe, auch einfach benutzen. Ich kann zum Beispiel jetzt hier nach dem Eddie suchen, gebe jetzt hier E ein, zeigt mir den Namen, dann das D und dann nochmal das zweite D und das zeigt mir hier den Eddie Q an und ich kann jetzt direkt so wieder einen Anruf starten. Er sucht auch in den Telefonnummern gleichzeitig, also es ist, und man sieht, er bekommt auch auf unser SMS, genau, also man kommt so sehr schnell an Leute ran, die im Adressbuch stehen. Jawohl. Dann machen wir mal hier den geheimen Vorhang wieder aus. So ist es. Ich mache ihn dann doch mal richtig aus. Ja. Genau. Das war's zu Buzz. Kostet 79 Cent. Zeige ich das gerade nochmal. Und zwar im iTunes Store. Talking about the iTunes Store, wenn wir schon hier uns bemühen und uns immer die coolsten Sachen für euch raussuchen, dann erwarten wir natürlich von euch als Minimalgegenleistung, dass ihr uns auch im iTunes Store besucht und vielleicht eine Bewertung hinterlasst. Genau, geht doch einfach auf den iTunes Store, schickt mal ein Sternchen vergeben, schreibt rein, ob es euch gefällt oder nicht, schreibt rein, dass es euch gefällt und das hilft uns ein bisschen in den Rankings nach oben zu kommen. Außerdem zum Thema App Store, wenn ihr eine der Apps, die ihr seht, gut findet, kauft sie doch bitte über den Link bei uns in den Shownotes, da kriegen wir ein paar Cent dann von Apple zurück und ja, können dann Dinge davon bezahlen, ja, die wir eh bezahlen müssen. Ja, bezahlt habe ich auch die nächste Applikation MasterKey. Das ist ein Passwortgenerator und zwar ein sehr, sehr schöner Passwortgenerator. Ich mache den mal auf. Moment, ich schieße ihn mal kurz ab, damit ihr auch seht, wie er startet. So. Er fängt sofort an, mir Passwörter zu generieren. Wenn ich hier drauf drücke, man hört es auch. Ist das nicht toll? Großartig. Wenn man drauf drückt, dann generiert er einem neue Passwörter. Das habe ich mir jetzt in die Zwischenablage reinkopiert. Kann das also jederzeit irgendwo anders jetzt benutzen. Also wenn man auf das Passwortfeld drückt, wo das Passwort angezeigt wird, dann kopiert das direkt in die Zwischenablage. Genau, also man drückt genau auf das Passwort drauf. Wenn ich jetzt in der Mitte auf diesen grünen Balken drauf drücke, dann kriege ich verschiedene Optionen. Also zum Beispiel möchte ich, dass es aussprechbar ist. Das Passwort. Macht es natürlich immer viel unsicherer. Nicht unbedingt, aber ja, die Wahrscheinlichkeit ist höher. So, dann möchte ich vielleicht noch als Separator, also als Trennzeichen zwischendrin, eine Ziffer haben oder einen Strich drin haben. Ich möchte jetzt mal keinen drin haben. Länge 16 ist in Ordnung. Machen wir zu. Ich weiß nicht genau, warum das hier aussprechbar sein soll. Ich versuch's mal. Gokwirtel Schulbif. Ja, sehr schön. Das wird nicht besser. Ja. Da sind zu viele Buchstaben. Das sind vermutlich zu viele Buchstaben, um ein vernünftig aussprechbares Wort zu machen. Chipka.
Ja, das geht schon eher. Fekipip. Also, man kann also alles Mögliche einstellen, also gerade wenn man es nicht aussprechbar macht, kann ich halt sagen, ich möchte bestimmte Länge haben, da sollen eine bestimmte Anzahl Zahlen und Symbole drin vorkommen, es sollen auch Großbuchstaben drin vorkommen, also das sind hier zum Beispiel diese drei Knöpfe, wenn ich das mache, macht er nur Kleinbuchstaben, so mischt er große Kleinbuchstaben, so macht er nur Großbuchstaben. Besonders wichtig ist meines Erachtens Avoid Ambiguous, also verwechselbare Zeichen werden vermieden, also kein L, keine 1, kein O, keine 0, also solche Dinge, die man einfach untereinander verwechseln kann. Und ich kann auch zum Beispiel sagen, ich möchte nicht, dass sich Buchstaben oder Ziffern oder Symbole generell wiederholen. Das kann ich hier ausschalten, einschalten. Außerdem kann ich mir Prä- und Suffixe einstellen. Also wenn ich immer möchte, dass jedes Kennwort mit, weiß ich nicht, BW anfängt für meine Initialen oder irgendwas in der Art, kann ich das da einstellen. Genauso mit dem Suffix ganz am Schluss. Der eine oder andere möchte sich jetzt fragen, warum möchte ich das überhaupt benutzen? 1Password hat sowas ja auch drin. Wer den Key Generator in 1Password kennt, er funktioniert, aber schön ist er, ist anders. Er ist auch halbwegs einstellbar, aber nicht so wie hier. Ich habe hier auch eine History von generierten Passwörtern. Da zum Beispiel das letzte Passwort, das ich vorhin in die Zwischenablage kopiert habe. Und funktioniert ganz, ganz hervorragend, kostet 1,59 Euro. Also wer öfter sich mal ein Passwort generieren muss für Webseiten, für verschiedene Dinge, dem sei Master Key ans Herz gelegt, wenn er denn darauf Wert legt, dass die App irgendwie hübsch aussieht. Ist universal, das heißt, auch wenn ihr mit eurem iPad unterwegs seid, was auch oft vorkommt, dass man sich überlegt, man möchte sich jetzt in irgendeiner Website registrieren, da macht man das so, weil ein Passwort ist immer, wenn man nur ein Passwort hat, ist immer unsicher. Und was sehr schön ist, man kann Master Key synchronisieren natürlich von den iDevices über die Cloud. Und das Letzte, was noch toll ist, man kann Master Key auch mit einem Passwort schützen, sodass ihr ein Hauptpasswort eingeben müsst, bevor ihr überhaupt in das App reinkommt, sodass natürlich auch, wenn ihr das iPhone mal am Tisch liegen habt lassen und es nicht gesperrt ist, kommt da trotzdem keiner ran. Genau, also ihr seht es hier, ich zeige es mal kurz in den Einstellungen, da gibt es die Codesperre, die der Tino gerade angesprochen hat. Es gibt noch verschiedene Zusatz-Einstellungen, wie zum Beispiel iCloud-Einstellungen. Ja, großartiges Programm, wie ich finde. Sehr hübsch, ich habe es schon oft benutzt, also sogar in letzter Zeit und funktioniert. Ja. Also macht es, was es soll. Ganz genau. Ja, ein anderes Programm, das auch macht, was es soll, das ist natürlich das vorhin. Nein, du bist viel zu schnell. Entschuldigung. Gott, ja. Es tut mir leid. Kannst du mir die Maus geben? Die Maus mal wieder zurück. Dankeschön. Leg mir mein iPhone auf die Seite. Jawohl. Was wollte ich euch noch zeigen, was ich gesagt habe? Ja, das mit diesen hart verbissen, hartnäckigen Files, die kein Mensch mehr braucht, schließt natürlich auch duplizierte Files ein. Also man kennt es, dass man irgendwie die Datei mal schnell woanders braucht, dann schiebt man sie rüber oder man hat sie irgendwo schon liegen gehabt und hat dann noch einen zweiten User, da braucht man dann die Datei und schiebt sie dann nicht in den Public-Ordner, sondern kopiert sich auf dem Stick oder wie auch immer. Es kommt vor. Wie es passiert, ist egal. Es ist auf jeden Fall unglaublich nervig. Und gegen dieses Riesenproblem gibt es jetzt eine Lösung. Das heißt Gemini. Diese App gibt es im Mac App Store natürlich auch. Kostet 7,99 Euro. Gemini ist doch das englische Wort für Zwillinge, für das Sternzeichen. Ja, richtig. Danke. You're right. Das würde auch hier dieses Symbol an diesem Icon erklären. Ich zeige euch nochmal. Ja, das ist keine 2. Richtig, das ist das Gemini-Symbol. So, was man jetzt tut... Digital Upgrade Mystery. Was man jetzt tut, man nimmt hier... Also man hat jetzt zwei Möglichkeiten. Man kann hier aufs Plus drücken natürlich, bekommt dann den ganz normalen Finder-Auszug. Man kann dann einen Ordner auswählen, den man durchsuchen möchte, den man scannen möchte. Ja, es dauert natürlich einen kleinen Moment. Keinen Workshop. Oder wenn man natürlich weiß, ich habe jetzt hier, was ich, in meinem Final Cut Files, dann mache ich einfach den Finder auf, kann jetzt hier... eine Dropbox zum Beispiel hier rein, dragen, ist egal wie. Ich nehme jetzt hier den Workshop, ziehe ihn hier rein. Ah, doch, alles cool, das macht er jetzt. Zack, durchsucht er meinen kompletten User, der Workshop heißt. Es geht natürlich hier relativ zügig. Er zeigt mir an, wie viele Duplikate er gefunden hat. Und ich kann jetzt hier auf Show Results gehen und bekomme dann auch angezeigt,
wo sich meine Duplikate befinden, wie groß sie sind. Also ich kann jetzt hier reinklicken, bekomme dann auch genau den Ordner. Wie man hier sieht, ein Foto von mir und meiner Freundin. Da hat der Basti gleich zweimal an seinem Rechner. Freut mich natürlich immer richtig. Natürlich. Die anderen Fotos sind vermutlich auch so in der Art. Welche, das sind wahrscheinlich ganz andere. Dann gibt es hier das Podcasting-Logo. Das liegt zum Beispiel auch einmal im Downloads. Dann liegt es nochmal im Demo, wie in der Dropbox. War ja klar. Und so kann man natürlich jetzt alles sich anschauen. Er fasst auch gleich die verschiedenen Gruppen zusammen. Kann ja gut sein, dass es Filme sind. Oder wenn ich weiß, genau, ich brauche Final Cut Files immer zweimal auf meiner Festplatte, weil da sind sie doppelt sicher, dann zeigt er mir das natürlich auch so an. Ich kann jetzt hier auf Auto-Select drücken. Dann wählt er immer gleich Duplikate aus, dass, die zu kopieren, also die er löschen kann. Was man sich natürlich merken darf, sind sich ja Abgründe auf. Du hast natürlich dann noch sehr schön, ja. Also irgendwann so, ah, das war das Oberlippen, großartig. Ja. Was man natürlich auch, was sehr schön ist, wenn man jetzt Musik in seine iTunes-Library legt, dann ist die natürlich da in der iTunes-Library eigentlich auch nur in einem Ordnerverbund und man hat sie vielleicht davor bei Amazon gekauft, der speichert es dann auch in seinem Downloads-Ordner oder irgendwo, dann sagt er einem gleich von Hause aus, man kann es aus der Library nicht rauslöschen, weil es zum Beispiel in iTunes verwendet wird. Super schlau, muss ihm nichts kümmern. Und was schön ist, man drückt hier auf Remove Selected. Ach, und die bekommt diesen Auszug. Und was man natürlich möchte, ja, stopp, ich möchte... Stopp, ich muss uns erstmal wegmachen. Ich möchte es löschen und drücke auf Remove und zack, wird es gehäckselt. Großartig. Und schon bin ich den Mist los. Und was ich natürlich jetzt machen kann, ich kann der ganzen Menschheit erzählen, dass ich gerade 26,8 Megabyte von meinen unnötigen Dateien gelöscht habe. Wenn ihr euch fragt, welches er löscht immer die ältere Datei von den beiden. Also für den Fall, dass aus irgendwelchen Gründen die ältere älter ist, dann löscht er die. Sehr gut. Vielen Dank. Ich drücke jetzt auf New Scan. Ich komme wieder zum Ausgangsbildschirm zurück und kann jetzt beispielsweise einen anderen Ordner durchscannen. Und auch mal wieder so eine Vorbild-App für wie mache ich ein schönes UI und Benutzerführung. Großartig. Das war Gemini, 7,99 Euro im App Store, Mac App Store verfügbar. Und wenn wir schon beim Thema 7,99 Euro sind, dann gehen wir doch nochmal zurück zu DaisyDisk. Mittlerweile auch fertig, ich habe es nur ausgeblendet. Genau, also DaisyDisk machen wir mal auf. So, DaisyDisk zeigt mir jetzt meine Festplatte an. Ich mache das mal so groß, wie es geht, am besten in Fullscreen. Juhu! So, was ich jetzt hier sehe, ist eine Repräsentation der... meiner Festplattenbenutzung. Ich habe euch ja vorhin schon gesagt, wir machen keinen Scanner als Admin, damit er meinen Ordner mit durchsucht. Wir sehen jetzt hier schon, er hat plötzlich 338 GB versteckten Speicherplatz gefunden, auf den er nicht zugreifen konnte. Das sind die meisten Dateien aus meinem Benutzerordner, wo halt der Workshop-User, den wir jetzt hier gerade nutzen, nicht drauf zugreifen kann. Aber wir sehen ja hier den ganzen anderen Rest und das ist ja auch schon eine ganze Menge. Jetzt können wir mal gucken. Ich fahre jetzt hier mal über einen Teil drüber. Wir sehen jetzt zum Beispiel, dieser Teil belegt 39,7 GB. Das sehen wir da oben in der rechts oben in der Ecke. Und drunter, direkt drunter ist aufgeschlüsselt, welcher Teil, also welcher Benutzer oder welche Unterordner in diesem Ordner wie viel belegen. Jetzt gehen wir mal da weiter rein. Ich drücke also hier drauf. DaisyDisk passt es jetzt an und jetzt sind diese 39 GB wieder 100% und jetzt kann ich wieder sehen, was ist davon der größte Brocken, ist mal wieder natürlich in meinem Benutzerordner. Es gibt ein paar Dateien in meinem Benutzerordner, die kann jeder Benutzer einsehen, das habe ich so eingestellt, damit wir zwischen den Benutzern leichter hin und her kommen können. Aber wir sehen hier zum Beispiel schon, für alle Benutzer, das ist ganz schön riesig, was ist denn da drin? Schauen wir mal rein und wir sehen alles klar, der Parallels-Ordner, da ist meine Virtual Machine drin, der ist ganz schön groß. Den möchte ich aber jetzt vielleicht nicht löschen, aber da sehe ich zum Beispiel, finde ich jetzt mal irgendwas, das ist uralt, Macworld Tag 1. Wir gehen also mal zurück, da sage ich jetzt 94 MB, das ist jetzt nicht die Welt, brauche ich aber nicht mehr. Ich ziehe das mal hier runter zum Sammeln. Oh. Das wird dann schon gefährlich. Gehe ich nochmal zurück, gehe nochmal in den Workshop-User, seht auch hier 3,9 GB, das ist eine ganze Menge. Ich schaue mal, warum habe ich denn hier bitte 3,9 GB? Was ist denn SDM? Man weiß es nicht. Spanish Disk Helper Data Muchacho.
Muchacho. Man weiß es nicht. Also, das möchte ich jetzt sicherheitshalber mal nicht löschen, aber wir sehen zum Beispiel Musik. Ist ganz schön groß. Wir haben hier iTunes Media und 869 Megabyte Podcasts in dem User. Den brauchen wir dann nicht. Lösche ich einfach raus. Ist jetzt gerade, was den iTunes-Ordner angeht, nicht die feine englische Art, aber zu Demonstrationszwecken sehen wir darüber hinweg. Hier sehen wir zum Beispiel auch Bilder, haben wir 569 Megabyte. Aperture Library zum Beispiel ist relativ groß. Wir haben hier noch einen Ordner 2011. Das sind Fotos, die da drin sind, die bräuchten wir jetzt nicht. Aber wir haben jetzt schon mal 964 Megabyte gesammelt, die wir nicht mehr brauchen. Und ja, dann schmeißen wir die mal weg. Und ich kriege jetzt einen Countdown. Ich könnte jetzt sagen, oh Gott, ich brauche es doch noch, und abbrechen. Und jetzt werden die Dateien gelöscht. Das kann natürlich ein bisschen länger dauern, wenn man viele Dateien löscht. Also mir geht es da regelmäßig so, dass ich dann irgendwie 30 Gigabyte Dateien finde in meinem User, die halt irgendwie sinnlos sind, weil es irgendwelche Cache-Dateien sind, irgendwelche Render-Dateien von Final Cut Pro. Und dann brauchen die schon mal einen Moment, bis sie weg sind. Aber man findet halt so raus, wo die tatsächlichen Riesenbrocken auf der Platte liegen. Es gibt noch, wenn man den Mac oft einschlafen lässt und wieder aufwachen, dann generiert das OS sogenannte Sleep Images. Die sind auch relativ groß, meistens so um die 7, 8 Gigabyte. Kommt drauf an, wie viel RAM ihr habt. Genau, kommt drauf an, wie viel RAM ihr habt. Aber die kann man natürlich löschen. Das bringt einem nur temporär was, weil jedes Mal, wenn ich den Mac dann wieder einschlafen lasse, wieder aufweckt, dann wird er wieder anfangen, diese Sleep Images zu generieren. Also man sollte darauf achten, dass wenn man ein Sleep Image löscht, dass man nicht wirklich im Anschluss darauf glücklich wird. Und die Empfehlung an dieser Stelle ist, tut es nicht. Löscht keine Sleep Images, weil im Zweifel schadet ihr eurem Rechner damit mehr, als ihr ihm Gutes tut. Genau. Und wenn ihr zum Beispiel in einem Library-Ordner oder irgendwas seid und nicht genau wisst, ob die ihr der Datei oder braucht oder nicht, löscht es im Zweifel eher nicht. Genau. Ja. Aus diesem Grund haben wir diese zwei Apps rausgesucht, weil ich denke, dass sie in Kombination miteinander wirklich das Maximum rausholen können an freien Speicherplatz. Zum einen nach Duplikaten suchen. Jeder hat Duplikate. Ich habe letztens genau diese Kombination verwendet. Ich habe knapp 6 GB Duplikate gefunden und im Anschluss mit Daisy Disk noch 3,5 GB große Images auf meiner Platte irgendwo rumliegen lassen, wie zum Beispiel, keine Ahnung, Sims 2, weiß ich genau, spiele ich nie mehr in meinem Leben, aber schön, dass es meinen Festplattenspeicher frisst. Und wenn ich natürlich jetzt beispielsweise ein MacBook Air mit einer 80 GB SSD-Platte habe und aber schon 50 GB Musik, dann bin ich relativ nah am Limit. Man sollte dann schon immer mal schauen, was man noch braucht und was nicht. Definitiv. Also aufräumen ist nicht nur das, was eure Mutti gerne hätte, dass ihr öfter in eurem Zimmer tut oder eure Freundin oder Frau, Mann, weiß ich nicht, sondern das ist auch was man ab und zu mal auf der Festplatte tun kann. Und gerade, also hier mit diesen zwei Mac-Applikationen macht es tatsächlich auch noch sehr viel Spaß, weil sie hübsch sind, weil sie die Daten sinnvoll aufbereiten. Und deswegen können wir sie sehr empfehlen. Wenn ich für 7,99 Euro so ein FrenchMate bekommen würde, würde die bei mir auch öfters das Zimmer aufräumen dürfen. Absolut. Total. Wenn ihr jetzt sagt, Mensch, da gibt's auch was von RatioFarm oder für Windows oder für Linux, dann teilt uns das doch bitte mit auf der Webseite, am besten in den Kommentaren zu dieser Sendung. Mein Gott, Sprachclown. Haben wir da nicht was Neues? Ja, das ist nicht mehr ganz so richtig neu, aber es ist noch neu genug. Das ist ein Special Announcement verdient. Nämlich, wir haben eine neue Kommentarfunktion und diese Kommentarfunktion erlaubt es, auch direkt die Kommentare bei Facebook anzuzeigen. Das heißt, egal wo ihr postet, entweder bei uns auf der Webseite tischeupgrade.de oder natürlich bei Facebook, egal wo, es ist immer der Kommentar zu sehen. Genau, wenn ihr eh schon dabei seid, dann verschwinden wir einfach mal aus dem Weg. Hallo! Oh Gott, wir sind weg! Du hast es umgebracht!